Du willst Radahn spielend einfach mit zwei Attacken besiegen? Dann bist du hier genau richtig. Hey Leute, ich bin Stefan Fuchs, ein Dark Souls Platin-Spieler und auf diesem Kanal bekommst du Tipps und Guides rund um Elden Ring und den neuesten Spielen auf der PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Los geht's! Mit dem Trick reicht, glaube ich, Stufe 40, Stufe 50 aus, um Radahn zu besiegen. Dafür musst du aber definitiv diesen Giftatem von dem Drachen mitnehmen. Das ist der Trick bei dem Kampf. Dafür musst du hier unten hingehen, in die Kathedrale der Drachenkommunion. Da sitzt hier ein verfaulter Drache davor. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, entweder den Drachen besiegen oder sich hier hinschleichen und da in der Drachenkommunion gegen ein Drachenherz eintauschen. So, hier ist die Drachenkommunion, da kannst du im Prinzip einfach hingehen, den Ort der Gnade aktivieren und immer dann, wenn du zum Ort der Gnade reist, kannst du einfach hier an dieses rote Ding gehen, Ritual der Drachenkommunion und kriegst hier die ganzen unterschiedlichen Zauber. Da hast du wahrscheinlich ein bisschen weniger Zauber, weil du nach und nach erst Zauber freischaltest, je mehr Drachen du getötet hast und du brauchst hier den fauligen Atem. Auf jeden Fall, hier kriegt man diesen Zauber her, diesen Giftzauber und da ist die Strategie, den Radahn mit dem Drachengift einmal zu vergiften, dann immer auszuweichen und immer abzuhauen vor dem, wenn er 50% Lebenspunkte nur noch hat, springt er hoch, kommt wieder, ist geheilt, dann nochmal vergiften und dann wieder abhauen. Und dann stirbt er an dem Gift. Irgendwo kein sonderlich ehrenhafter Sieg, aber besiegt ist besiegt. So, und jetzt schauen wir uns die Strategie mal in der Praxis an. Am Anfang auf jeden Fall sämtliche NPCs beschwören und alle Pfeile mit dem Schild abwehren. Das ist deutlich einfacher, als die Ausweichrolle hier in dem Gebiet durchzuführen. Okay, das wäre fast schief gegangen. Ich hatte nämlich keinen Heiltrank ausgerüstet gerade, oder? Keinen Heiltrank aktiv im Slot. Und nach 5 bis 6 Pfeilen sollte er auf jeden Fall in den Nahkampf übergehen, sodass du dich hier dann mit dem Pferd näher rantrauen kannst. Macht er noch einen Pfeil? So, er ist im Nahkampf. Er hat jetzt natürlich den Regen gestartet. Aber mit der richtigen Strategie kann der Regen einem nichts anhaben. So. Alles spawnen. Schön vorsichtig sein. Ich glaube, wenn er sich im Kreis dreht, da kann man ihn nicht vergiften. Ist er vergiftet? Er ist vergiftet. Er ist definitiv vergiftet. Da bin ich mir sicher. So. Er hat keine Kometen, die kommen erst in der zweiten Phase, also können wir hier von weitem zugucken und ein bisschen vorsichtig optimistisch einfach ihn im Auge behalten, wann er hochspringt. Mhm. Alexander ist tot. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Alexander ist so der große Haupttank. Wenn Alexander tot ist, dann folgen die anderen einfach relativ schnell hinterher. Am besten jetzt schon mal. Okay, ja, alle sind tot. Alle sind tot. Ich habe schon den nächsten beschworen, aber der sollte theoretisch auch gleich weghüpfen und in die zweite Phase übergehen. Jawohl, ist weggehüpft. Ist weggehüpft. Von daher wollen wir jetzt so schnell wie möglich einfach zu einer Stelle, wo wir wieder Leute beschwören können. Hier drüben können wir Leute beschwören. Im Idealfall hätte ich hier gerne noch einen Alexander, aber man muss nehmen, was da ist und nicht, was man sich wünscht. So. Das sind erst einmal genügend Leute, die zu dem hinrennen.
Jetzt. Okay, jetzt versuch mal. Er hat einen Angriff gestartet. Ist er vergiftet? Ja, er ist vergiftet. Er ist vergiftet. Und jetzt ist so schnell wie möglich weg. So schnell, so weit wie möglich weg. Und alles spawnen, was man irgendwo findet. Damit er schön abgelenkt ist. So, wenn er wieder Kometen beschwört, dann absteigen und Schild hoch. Das sind nur kleine Bälle. Richtige Kometen. Wir interessieren uns jetzt nur für Kometen, nicht für kleine Bällchen. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Sterngeißel, Radan. Okay, er hat die Kometen gespawnt. Abwehrhaltung und das war's. So besiegt man Radan. Ah, nice. Das ist doch ein verkleidetes Mewtwo. Der feuert lauter Spukbälle. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Oh, schön. Und jetzt genießen wir die Szene. Was für ein kranker Art zu fighten. Sorry, also das war nun mal das Beste, was ich machen konnte, den zu vergiften. Hier kann man nämlich einen AFK-Runenfarm freischalten. Heißt, man geht an eine bestimmte Stelle, lässt die PlayStation oder den Computer über Nacht an, wacht auf und kann sich über 1 Million Runen oder so freuen. Hey, da bist du ja wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig das mit einem Daumen nach oben. Und wenn du mehr sehen willst, dann habe ich hier oben und da unten für dich 2 Videos parat gelegt, die dir auch gefallen könnten. Wenn du mehr sehen willst, dann abonniere auch diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Dann siehst du sofort den nächsten Tipp und kannst vor deinen Freunden angeben, wenn du den nächsten Boss oder das nächste Rätsel einfach spielend einfach löst. Ich wünsche dir noch viel Spaß weiterhin beim Zocken. Wir sehen uns dann. Bye-bye.